It's hard to believe that there was a mountain right here where this lake is. I sense a fell dragon shard here. Cepheo was telling the truth. It is out there, very deep at the bottom of this lake. She said the enchanted crystal would bring that whole submerged area into reach. But it will only last a few hours. So once it happens, I'll lead us to the shard quickly. Thank you. Okay. Here goes. It's starting. But wait, what's happening? The mountain is rising. Or the lake is draining. Everyone, stay together. No, it's not safe here. Brother! Vale! I must have been thrown far from the others. The lake is gone. The mountain is here. I guess the crystal worked. Now, I'd better find the others. You there. Huh? How strange. Your face is my face. No. What? That can't be me. Who are you? Well, I'm... I sense an emblem. One I have never sensed before. If you have a ring, give it to me. I need to take it to Father. Father? Sombron. The King of Dragons. I collect emblem rings. It is my duty. I have been taught to do what I must to fulfill that duty. We are currently at war with the Divine Dragons. I have collected many rings. At war? Wait, if this is me, is this me during the war with the Divine Dragons? Zephia's magic put me in reach of the shard, all right. By throwing me into the past, I must be in Gradlon 1,000 years ago, before it all sank. When the shard was near here. You are mumbling. I will repeat myself. If you have a ring, give it to me. Quickly. I'm sorry, but no. Your answer must be yes. I cannot let you go with that ring. If I disobey Father, I will be killed. Many of my sisters and brothers have been killed. Killed? One older brother was drowned. One older sister was burned alive. A little sister and little brother. They were cute. Were torn apart by the corrupted. Some siblings died in the war. Most were defects. Father disposed of them. Disposed of? The defects require disposal. But I am not a defect. I collect rings to prove that. Father must get his wish. Until then, I will collect rings. And when his wish comes true, what then? What will you do? What will I... Oh. Well... What was that? That is an avalanche. They are common to this place. But I hear some of the corrupted nearby. They are agitated. That is unusual. There are, maybe, intruders. The others must be here somewhere. I'm sorry, but I have to go. The stranger with my face is escaping. I will prevent that. I must pursue them. I need your help. Marth. There you are! Thank goodness you're safe. We weren't sure where to find you. Brother, I'm so glad we finally found each other, after the earth shook like that. I know where the Fell Dragon Shard is. It's a short climb from here. Unfortunately, we've been followed. You won't believe by who. Huh? All of you, I insist that you tell me at once exactly who you are. Zephia! Whom do you serve? Fighting the corrupted as you did back there, defeating them with ease. No one on our side has reported seeing anyone like this. And surprises are not well received.
What's going on? I thought she died. She did die. Zephia shouldn't be standing in front of us. She doesn't look like one of the corrupted. But also, she doesn't even know us. Everyone, this will be a shock, but that is Zephia, 1,000 years ago. Because we are in Gradlon 1,000 years ago, during the war. What? The crystal was supposed to put us in reach of the submerged shard. It did, in a way. But not by raising mountains or draining lakes. It sent us back in time. Believe it or not, I just met my past self. That's how I figured it out. You're what? Oh, that can't be good. I have found you. Brother, that's... that's you! Yes, it is. Red eyes, red hair. But it's you! That's what you looked like when we first met. Zephia, please step aside. I will take care of this situation. Thank you, Your Highness. But I'm more than happy to assist you. That will not be necessary. Go. Inform Father what is happening here. Also, that I sense the presence of emblems from them. They possess emblem rings? It is possible. Understood. I'll head to the temple. She's going to tell Sombron that we're here. We have to hurry. Brother, I can't bring myself to hurt you. And that's you in our way. What should we do? We need to break the shard, but... Is that what you're trying to do? Break the shard? What if it was? Would you let us pass by? No, that is stupid. I cannot return home without your rings. We will fight. If I win, I take your rings. If you win, you break the shard. Simple as that. Then we can't avoid a fight here. Stranger with my face, I am ready to battle when you are. You will fight me. And this emblem. Marth! This is my emblem. Now show me yours. They'd never believe I'm an emblem. And it's best to keep that to myself. So? Marth! I'm here. You have a Marth too. There should be only one of each ring. This is more and more interesting. Everyone, ready yourselves. No matter what, we must destroy the shard. Mal gucken, was er zur Zeit Zeitreisen erreicht. Even when they don't want to happen. Oh, der hat bestimmt auch wieder irgend. Ach so. We've been pushed back. Okay. That works. I'll keep doing what works. In zwei Zügen wird eine Lawine den unteren Bergpfad überrollen. We have to reach the shard. But at this rate, we'll get nowhere fast. If an avalanche starts near you, take shelter. Stay safe until you can proceed. Okay, Allee der Vergangenheit kann mit Glyph des Dämonendrang Lawinen auslösen. Getroffene Verbündete werden weggestoßen. Eine Warnung zeigt, wo Lawinen niedergehen werden. Bleib wachsam und lass deine Einheiten vorsichtig voranrücken. Okay. Elsen und die Gegner können verhindern, dass Einheiten zurückgedrängt werden. Okay. Elsen und Gegner. Nett. Hm. 20 Züge. Das war auch schon lange nicht mehr. Das war eine bestimmte Zuganzahl. Gewinnen muss. Okay. Ja, jetzt sind wir so weit weg von denen, dass ich nicht mehr drankomme. Geil. Ja, hat er gut gemacht. Okay, aber egal. Wir gehen erstmal hier. In den Engage-Modus. So. Was haben wir denn? Leider keine Waffe, die wirklich gut ist, ne? Dann brechen wir die immerhin. Bei ihnen hätte ich so die Klinge machen müssen für... Ich kill alles.
Rache, ne? Eigentlich können wir hier stehen bleiben. Okay, so. Also es nervt mich tierisch, dass ich von hier aus... Naja, wir haben das Donnerschwert. Damit kommen wir immerhin halbwegs ran, ne? Das Problem, was wir halt noch haben, ist, dass wir danach, ja... Welches Item trage ich? Mein Silberdolch passt, Drachenader passt. Guck mal, wie du damit zurechtkommst, mein Freund. So. Engage. So, ich vergesse ganze Zeit, diesen Bogen da drauf zu setzen. Das gleiche hier wieder, ne? Guck mal, hier so ein Zauberer, ne? Ich bin ehrlich, ich bin kein Freund von Zauberern. Außer meine eigenen. Die finde ich alle cool. Gut. Wo sehe ich die Lawine? Kommt unten jetzt, ne? Okay. Come and face me. Weggekrittet. Easy. Wer bist du? Niemand. Ein Niemand. I will not falter. Understood. Ja, ich werde hier ein bisschen aufgehalten gefühlt, ne? Er ist halt dabei, ne? Das kann man dazu immer sagen. Tag, Nacht. Wechseln wir einfach mal. Einfach mal was können. ich treffe von hier, ne? Ein Bündnis bringt mir nicht viel. Aber ich würde von dort treffen. Das ist ja auch mal was. Aber gut, wir dancen hier jetzt erstmal. Engage. Angreifen. Wie sieht's denn aus? Ja, komm. Wie viel Schaden macht dieser Drache aktuell? 32. Ja gut. Noch überleben die das. Das ist doch mal was. Aber von der Entfernung könnte es sogar sein, dass der Fisch gar nicht trifft. Ne? Oh, bei 116. Ja, wobei, 158. Wir haben schon einen ordentlichen Ausweichwert. Ne? Auch so richtig krassen da hinten, ne? Das Bogending. Kommen die anderen eigentlich auch ran? Bin ich bald gut gekommen hier, ne? Ah doch, okay, schön. Tomahawk. Der hat versucht. Königsritter. Schlecht, nicht schlecht. Da räumen wir ordentlich auf. Guck mal, wer seid ihr denn jetzt? Hey, irgendwelche Lawinen, einfach noch mehr Gegner. Wie weit kommst du denn? Du bist da, okay. Ist eigentlich dann keine... achso, warte. Kommt die Lawine denn jetzt schon? Sehe ich das hier irgendwo? Ah, nee, leider nicht. Warum habe ich denn jetzt auch gepanzerte Einheiten wieder vor mir? Hm? Aber egal. Die Feuerlanze, die klärt. So, hier, dann machen wir hier das Donnerschwert. Ja, komm. Ja,
Alter, ein Crit wäre halt auch zu wild gewesen, wenn ich den einfach bekommen hätte. So, ich kann natürlich... So, an sich würde ich am liebsten ihn hier einfach killen, oder? Komm daneben. Schade. Und noch verrückt, dass er überlebt hat. Warum hat er überlebt? Jetzt hat er nicht getroffen. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Das ist schlecht für uns, weil... Sternblitz kommt. Zack, zack, zack. 6x9 Schaden. Auch echt nicht verkehrt, ne? Engage! So. Der Teleport, ne? So, ey, guck mal, die können doch ja nichts. Teleportieren uns hier hin und machen den Drachen fertig. Okay, ich hab... Warum sind die jetzt... Oh, die haben Elfenwind. Ich Hemd? Ja, die ist gleich wieder tot. Verdammt. Habe ich natürlich jetzt gekonnt nicht darauf geachtet. Dass sie mit Elfenwind ankommen. Okay, komm, haben wir hier die Drachenader erstmal. Einheiten hier zum Kämpfen haben wir genug. So. Ja, kein Problem, ne? So, der ist eh noch weit weg. Hier. Das Vieh macht zu viel Schaden eigentlich, ne? Muss man mal abwarten. Ja, wer macht jetzt zu viel Schaden? Wir. Gut. Der ist weg. Jetzt hoffen wir mal, dass die... Okay. Die gehen in den Nahkampf. Haben wir Glück gehabt. Und jetzt nicht die Luftdamage-Schaden genommen haben. Aber egal, jetzt kommt doch eine Lawine, ne? Oder? Ja. So. Was bewirkt die? In zwei Zügen. Okay, das ist jetzt Zug 1 und wir sind einfach jetzt da ganz hinten. Okay. Ja, was soll ich sagen? Er hier erklärt das schon, ne? So, die hier. Wobei, ach, guck mal. Guck dir das mal an. Sie schafft es auch ranzukommen. Nice. Das sind meine beiden Einheiten, die machen das schon, ne? Weil die hier. Ja, wobei, das ist auch eine sehr starke Einheit. Sollten wir eigentlich auch versuchen, nach vorne zu bekommen. Okay. So, hier kommt die nächste Lawine, ne? So, das ist rot, weil danach, ja. Ah, die Lawine kommt, ne? So, die haben wir besiegt. Sehr schön. Auch irgendwas Interessantes gerade bekommen. Was ist das denn? Das ist eine Axt. Eine große legendäre Axt mit Schmetterkraft. Kein Erstfolgeangriff bei Inszenieren. Das kann man haben. S-Axt. Ja, nicht schlecht. Okay, wir müssen... Denke ich... Weg, kein Problem. Den auch, okay. Ist eher das Problem, dass wir gleich, wenn wir dann in der Nähe sind. Okay, wie weit kommst du bis da? Das heißt, wir können hier hinlaufen. Dancen.
So, und wir können ihn besiegen, ne? Oder? Ja. Jetzt sind wir den auch los. Super. Boah, ein S-Bogen, ey. Wir kriegen richtig gute Waffen. Ich muss safe meine Einheiten nochmal neu equippen, ey. Was ist mit dir? Kannst dich hier hinstellen, ne? So, du kannst mal hier unten lang. Du kannst hier lang. Wir hätten eigentlich Doppelgänger machen können. So, das ist Zug 1 vorbei, ne? Das heißt, im nächsten Zug müsste die Lawine kommen, oder? Warte, ich versuche. Göttliche Schnelle. Ja, keine Chance, Alter. Gar keine Chance habt ihr, Leute. Alea ist viel zu mächtig. So muss es sein, den haben wir gut trainiert. Dass da aber immer wieder neue Einheiten nachkommen, ne, finde ich natürlich ein bisschen frech. Aber okay. Du hast kein Buch, du auch nicht. Ich habe keine Heilsachen gerade, ne? Ist natürlich. Kann Ader kommen. So, wir stellen uns hier hin zum Schutz. Und hier ist jetzt auch die Frage, wir müssen ja eigentlich. Ja, gut, wir sind nur hier hin. Eben warten. Du könntest rein, theoretisch noch hier. Doppelgänger machen. Du kannst ja bleiben. Du müsstest aber mindestens bis nach hier und hast. Ah, du hast mal kein Elixier dabei. Kannst eine Rettung machen, ne? Also ich könnte den angreifen. Aber der andere trifft mich nachher. Das ist schlecht eigentlich. Eigentlich ist es komplett schlecht, was wir jetzt hier gemacht haben, ne? Kann ich sie irgendwie rausziehen? Hey, geht ja auch nicht. Was ist denn für Lego? Ich kann sie zurückziehen. Ist jetzt auch nicht das Beste, aber immerhin, ne? Machen Echo. Jetzt 92 Schaden. Sehr schön. So, und nochmal. Warum sind wir noch einmal schwächer? Können wir das mal erklären? Das kann ich nicht mal besiegt. Lächerlich. War natürlich so nicht geplant. Ich dachte, mit beiden Angriffen ich den besiegt. War irgendwie jetzt doch nicht der Fall. Sehr schade. Das ist ein Bogenschütze, ne? Ist halt eigentlich zu. Wir haben hier einen Stab. Wenn sie immer heilen. Also. Kommt da jetzt die Lawine? Ne, das ist schon okay. Oh, gut schon. Heilige Haltung. Der wird's wissen. Das war nichts, mein Freund. So, da kommen die, da kommen die.
So, jetzt kommt die Lawine, ne? Sind zwei Züge von Teddy Lawine. So, guck mal, du hast die. Oh, du kommst bis dahin. Das heißt, an sich. Warte mal. Der hat eh drei Lebensbalken, ne? Das ist dumm. Ich kann ja bis jetzt zu ihnen laufen. Ne? Was wir auch machen werden, weil. Ehrlich. Was anderes bringt uns hier nicht viel. Der hat 30 Schaden, wir haben 36 Leben. Ein bisschen Verteidigung haben wir auch noch. Heißt eigentlich. Alles cool. Und ich komme noch nicht dran. Wow, okay. Ja, gut. Ich sense, dass du looking and staring. Yes, of course. I've been scared from the start of all this. Das ganz natürlich. Scared of losing battles, of losing what's important to me. Losing people I care about. I will admit, das schwarze Outfit sieht cool aus. I am jealous. You have my face. But you say the things you feel. Out loud. I am not allowed to show fear. If I say I am afraid, I will be labeled a defect. I follow orders. I don't think. I am like the corrupted. They are awful. You really dislike the corrupted too. I hate them. They have killed many of my sisters and my brothers. If I lose to you, they will kill me. No. No, they will kill me in time. No matter what. But you don't die. I'm proof of that. What did you say? Never mind. Okay, komm, ja. Jetzt kämpft! Geil, jetzt waren wir daneben. Guter Treffer. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Warum wurde denn. Stand der nicht hinter mir? Stand der nicht gerade eben hinter der Wand? Wir stellen uns hier rein, holen uns das. Wir müssen nach hier gehen. Mal eben angreifen. Okay, jetzt wird hier echt hart, ne? So. Warum hat er den Crit? Was hast du? Du hast eine Meisteraxt. Engage. So, Waffe. Item ausrüsten. Ja, natürlich. Okay. Okay, nee, dann bringst du. Bringst auch gerade eigentlich nicht viel. Dann nehmen wir lieber Ike, ne? So, was nehmen wir? Wir nehmen den. Hammer einfach, ja. Passt. So, Anna darf direkt mal hinterher. Ja, du bist ja ganz hinten abgeschlagen. Und hier, es sind halt einfach. Hier wirklich. Es sind noch zwei Zauberer, ne? Ist halt echt nicht gut eigentlich. Den stellen wir hier hin. Weil den packen wir auf jeden Fall. Warten. Hier sind wir halt so weit zurückgefallen durch die Lawine. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen Weg gut machen, ne? Tot. Was war das denn? Einmal 9 Schaden mit Marv. Krass, okay. Dann müssen wir mal wieder ganz zurück. Da in die Spielerphase. Müssen wir die Spielerphase neu starten? Okay. Hat der denn. Ja, okay. Mit dem Fallschirm hat er. Macht der Drachenkiller, ne? Ja.
Gut. Killen wir erstmal den. Aber hier kommt doch jetzt gleich die Lawine, oder? Habe ich das falsch gesehen? Oder habe ich danach noch einen Zug? Boah, das weiß ich jetzt halt nicht. Ich glaube, das Problem an sich kann ich mit Alea gar nicht gegen ihn gewinnen, weil der Drachentöter mich einfach komplett auseinander nimmt, ne? Ich muss da eigentlich mit irgendeiner anderen Einheit hinkommen. So, du kannst dir mal gerne hier das holen, ne? Wir können mit Yunaka oder auch mit Anna mal so in die Richtung gehen. So, ich glaube eher, das ist so der... der Weg, den wir einschlagen müssen. Oder mit Alfred, das könnten wir eigentlich auch machen, ne? Hat er denn wenigstens... Ihn habe ich auch. Wieso haben die alle keine Heiltränke mehr? Was ist denn da los? Okay. Verbleibende Züge 16, da haben wir auf jeden Fall noch genug. So, wo kommt die Lawine jetzt? Noch gar nicht. Erst nächsten Zug. Okay. Das ist ja gut. Aber dass ja jedes Mal zwei neue Gegner kommen, ne? Das ist natürlich... ja, sehr belastend. So, den haben wir. Sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Natürlich noch nicht. Hier könnte ich immerhin mal mein Silberdolch ein bisschen Schaden machen. So. Hier können wir auch mit... sonst Zauber den Kill machen. Auf der unteren Lane gut aufgeräumt, ne? So. Ihn brauche ich echt aufpassen, ne? Okay, komm, ich kann ja hier hingehen. Ich kann ihn besiegen. Bringt mir dieses Bündnis was? Eigentlich gar nicht, ne? So. So, und das hier kann doch nur bei Lister. Kannst du das hier abfeuern? Ja, ne, ne, ne. Ja. Du kannst es natürlich nicht benutzen. So, ist halt die Frage, wir stellen uns hier hin. Ob wir das gleich aushalten können. So, hier müssen wir. Silberdolch haben wir, sehr gut. Oh, das ist der Drache, der nervt mich jetzt auch wieder ein bisschen, ne? Der steht da nicht gut. Sehr schön. Sowas will ich sehen. Einfach mal weg. Können wir den Speer machen, das passt auch. So. Jetzt können wir hier mal voranlaufen und ist die Frage, wen treffen wir? Ach, was süß. Aber den nehmen wir, komm. Ja, ich sollte an der Seite stehen, aber komm, wie weit weg ich stehe. Der Schaden ist auch eigentlich... nicht relevant. So, hier müssen wir warten, weil gleich die Lawine kommt. Genauso wie hier können wir vorgehen. Und nachher heilen. Hier komme ich auch bis zum Stein. Sehr schön. Hier kann ich nachher eigentlich mal das große Opfer machen, um Leben wieder zu bekommen. Vorteil ist, er kommt uns ein bisschen entgegen. Also unser Dancer ist weg. Hä? Warum? Mhm.
Nee, aber da steht doch, dass die Dinger uns doch eigentlich beschützen davor, oder? Oder nur die hier? Also stand ich hier eben doch auch richtig. Ich habe das einfach nur wieder falsch gesehen. Okay, naja, gut. Stellen wir uns halt jetzt neu auf. Das ist ja... An sich ist es ja nicht schlecht. Wir können es dann hier ein bisschen besser aufstellen. So, du kannst zuerst einmal hier den Kill holen. Und ich kann auch hier in die Balliste jetzt, oder? Ah, schön abfeuern. Wir gucken mal. Ding macht ja gar keinen Schaden. 6, was ist das denn? Aber gut, das war jetzt auch wieder eine gepanzerte Einheit, ne? Oh, shit, glaube ich. Das reicht noch, okay. Naja, komm, mit dem Speer immerhin. 5 Damage. Und er kann uns nicht erreichen. Das ist sehr schön. Ja, können wir in die Richtung gehen. Ja, da kommt mir zu viel, ne? Hier kommt mir leider ein bisschen zu viel. 3, wie muss da auf jeden Fall? Die muss weghalten, ne? Was willst du da machen? So. So, er darf auch mal in die Richtung. So, was mit dir? Du könntest eigentlich mal so hier hin, ne? Du brauchst eigentlich brauchst du ein bisschen Leben. Hat aber keiner, ne? Was damit? Kann ich das eigentlich verwenden? Okay, ich dachte, das kann ich vielleicht auch auf einen anderen verwenden. War nicht der Fall. Aber wir ziehen ihn ein bisschen nach. So, der trifft nicht. Und er wird... So, er geht da runter, okay. Ja, ist auch in Ordnung. So. Nee. Und wo ist denn die nächste Lawine? Oder... Okay, unten ist jetzt die nächste Lawine. Passt mir eigentlich auch. Haben wir ihn. Also wir müssen ja eigentlich nur ihn hier besiegen, ne? Er mit seinen 3 Lebensbalken. Natürlich ordentlich zuhauen gleich. Das wissen wir ja jetzt. Okay, mal gucken. Wobei andersrum, wo komme ich mit ihr? Komme ich bis hier hin, ne? Das heißt, ich könnte hier einen Dance und hier einen Dance auspacken. Das heißt, er könnte ihn besiegen, ne? Sehr schön. Dann. Boah, wir könnten sogar hier stehen bleiben. Wobei, ne, wir stellen uns. Wir bleiben hier stehen, das ist in Ordnung. Wir stellen uns hier hin, das ist auch in Ordnung. Wir stellen uns hier hin. Machen ein Bündnis. Greifen an. Reicht ein normaler Angriff jetzt erstmal? Ja, wir treffen ihn 3-mal. Ich weiß nicht warum. Ist okay. Nehme ich. So, komm. Ah, komm. Ich weiß. Das ist schwer gehabt. So. Ist der erste Lebensballen. Das ist nice. So, dann können wir mit ihr hier reingehen im Bündnis. Den Tanz der Götter. Sehr geil. Das macht Bock. So. Wir können hier nochmal tanzen. Ist auch geil. Sie kann jetzt einfach mal mit... Ja, nehmen wir denn... Hier 100%, 49 Schaden. Easy. So, er hat seinen letzten Lebensbalken. Den können wir dann mit Sternenhieb irgendwas eigentlich gleich finishen, ne? Muss mal gucken. Rein theoretisch. Sternlord. Hiermit. 6x9, ja. Damit haben wir gleich den Kill. Perfekt. Okay. Wir gucken mal eben durch. Du könntest jetzt immerhin dein Bündnis noch machen. Und das große Opfer machen, ne?
Einfach mal wieder alle Full Life. Diese FP-Punkte, das ist Wahnsinn. So, da oben haben wir einen Bogenschützen. Wie sieht's aus? Kommen wir da ran? Schön. Auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Unglaublich schlechtes Level-Up. Ich weiß auch nicht, was ich von meinen Bogenschützen eigentlich halten soll. Ist ja wirklich noch nicht viel geleistet. So, zack. Oh, jetzt hier noch die Erfahrungspunkte. Genauso wie hier. Ja, und dann gehen wir doch einfach Sternenblitz. 100% Silberklinge, wäre ganz witzig. So, cool. Aber wir gehen halt auf unsere Waffe, ne? Oder? 100%, ja. Jetzt sind wir durch, oder? We broke the Fell Dragon Shard. I only hope the old me is going to be okay. We were able to provide some healing. The old you will awaken soon. That's a relief. The old you saw us in the past, though. Do you think that's going to cause any problems? It should be fine. I do forget everything. Eventually. Oh, that's right. It seems we finished just in time. I guess this is goodbye to the past. The land around us is starting to change. Now we'll really never see Zephia again. But thanks to her help, we can keep fighting. And we will. She sacrificed her life to help us get here. We have to go on and stop Sombron. You're right. Goodbye, my old self. When you begin your journey someday, I hope your travels are as wonderful as mine. You said these invaders were right here, and yet they are not. That is very odd. Perhaps the battle moved elsewhere. I sensed an unexpected emblem, and wanted to see it for myself, but I sense nothing now. I'm surprised you came, my lord. It's been some time since you ventured outside. I had to be certain, though I know that emblem no longer exists. I will go back to the temple. After the battle concludes, my child will return with news. Your children are endlessly impressive. What I wouldn't do to have such loyal subordinates. If you require some of those, then just do what I do. Make children. Make children? Of my own? Family is function and utility. You put blood in, you get loyalty out. My children owe me their lives, their love. Their absolute dedication. Family. What a revelation. I would like to make one of these children. With you. You have a child with me. Please, Lord Sombron. Now is not the time. But I will consider it after the war. After my ambitions are served. I understand, my lord. I swear to help you achieve your ambitions. I expect your utmost. A child. How intriguing. What would that be like? To possess fully through such unconditional love. How did my mother and father regard me? With this love?
Oh, if only I could travel to the past. A foolish, impossible thought. Now perhaps I should find Lord Sombron's child. What was that one called? Oh, why bother? He disposes of them all. One must never ever grow attached. That would just make me sad. You there! Are you all right? Oh, thank goodness. I found you lying here. I was afraid you might have been dead, but what a relief. You were just in a terrible daze. Was that a dream? A dream? I met someone who had my face, but who also looked like you. Your blue hair and blue eyes are beautiful. The one with my face had that too. That sounds like a lovely dream. Say, it's chilly out here. I'd hate for you to catch a cold. Let's get you somewhere nice and warm. Do you think you can stand? Thank you. This is the first time for this. For me. You're being kind. Really? I'm sorry to hear that. What is your name, child? Oh, my name. Mother told me. This was before she died. That father called me that name. Just once. What is your name? I'm Lumera. I know that name. It's the name of the last divine dragon still alive. The name of Father's enemy. If you are the divine dragon, then I have to kill you. If I don't, Father will call me a defect and dispose of me. But you were kind to me. I don't want to kill you. I am thinking a thought that doesn't belong. I guess I am what I am. A defect. 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 Don't say that. There's nothing defective about you. But I must do my duty, or else Father will dispose of me. He'll feed me to the corrupted. That scares me more than anything. I want to live, to see tomorrow, and the day after that, and the day after that. Then let's keep today between us. I don't want you to die. How about this? Let's meet again soon for a nice, long, kind talk. No one needs to know. What do you say? Pinky promise. All right. We made it back. To think, we actually met Zephyr and you in the past. It was, I have to admit, chilling. The barrier is weaker than before. It worked. Now we just need to break the last shard. Let's demolish that thing! Where's it at? One moment. Let's see. What's wrong? You look worried. Oh, it's nothing. Don't tell me. We gotta go to some other weird place. No. It's right here in Gradlon. But... Yes? Sorry. I'm a little tired. Could I please be alone for a bit? We've pushed you so hard, relying on your power to detect the shards. Please, take the time you need. We can delay a little bit longer. Thank you. We'll be able to break the last shard. I know we will. How can I tell them who's there guarding it? Or why I'm able to sense what's there?
Thank you.